Ich habe das Drehbuch gelesen und dachte sofort, das möchte ich machen. Es ist sehr liebevoll. Die Jugendpsychiatrie klingt direkt immer sehr böse, sehr finster. Aber gerade meine Rolle, finde ich, trägt auch ein bisschen zur Komik in dem Buch bei. Und ich glaube, dass so ein Buch nicht oft geschrieben wird, so wahnsinnig sensibel und ehrlich und auch hart auf eine Art und Weise. Und die Rollen auch so unterschiedlich. Und so einer Rolle ein Gesicht geben zu dürfen, das ist ein Geschenk, glaube ich, für uns alle. Weil wir uns alle auch, Janis zum Beispiel auch und ich auch, so präsentieren durften, wie wir uns noch nicht bis dahin gezeigt haben. Ich habe auch oft junge, rebellische Frauen gespielt, aber noch nicht so einen sprunghaften Charakter wie die Lara. Und auch bei der Szene mit dem Weihnachtspimmel haben wir auch einige Versuche gebraucht, um da ernst zu bleiben. Und das war, also wir hatten immer Spaß. An Weihnachten kommt bei uns die Familie zusammen. Das war eigentlich schon immer so. Und dann gibt's Kartoffelsalat und vegetarische Würstchen für mich. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag feiern wir immer bei meinem Opa. Und dann gibt's traditionell ein richtiges Weihnachtsessen. Ganz, glaube ich. Und für mich dann die vegetarische Variante und Klöße, selbstgemachte. Und wir spielen immer Knack. Also wir spielen immer Schwimmen, ein Kartenspiel. Da geht's dann richtig auch mit Einsatz. Und ja, ich verbinde damit auch ein bisschen Druck, weil wir uns auch öfters dann streiten, weil an Weihnachten alles perfekt sein soll. Da soll die Wohnung ordentlich sein und so. Und eigentlich soll man gute Laune haben, aber irgendwie ist es dann doch immer viel zu tun. Aber in meiner Familie ist es so, man schreit sich kurz an und danach liebt man sich auch wieder. Und ja, wenn mit der Familie Weihnachten gefeiert wurde, kommen die Freunde und feiern immer bei einem. Wir haben ja jetzt alle mittlerweile eigene Wohnungen. Und dann feiert man immer bei einem der Freunde noch und lässt Weihnachten so ein bisschen ausklingen.